Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Inspirierend Anders. Ich bin wieder euer Luca und heute am anderen Ende der Leitung oder auch am anderen Ende der Welt der Jonas Hofmann. Hi Jonas, alles klar bei dir? Alles super, Luca. Bei mir passt alles. Ich freue mich, hier zu sein. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, es ist mein erstes Mal heute podcasten. Ich bin gespannt. Erstes Mal Podcasten, ja. Ja. Mit Interviews kennst du dich aus, hast du auch gerade schon gesagt, im kurzen Vorgespräch. Ja. Wer bist du und was machst du, Jonas? Ja, ich bin Jonas, bin jetzt 23 geworden vor kurzem, bin quasi Fußballer als Beruf und eigentlich ein ganz normaler Junge. Ganz normaler Junge aus dem Dorf. Ja, kann man so sagen, ja. Du bist also als Berufsbezeichnung könnte man sagen Profifußballer oder? Ja, ich denke, dass man das schon so nennen darf. Also, das kommt natürlich dann immer darauf an, welche Art von Vertrag man bei einem Verein unterschreibt, wie man sich dann nennen darf oder sollte. Aber meinen Lebensunterhalt zahle ich davon, quasi vom Okay. Fußballspielen. Von daher Alles. könnte man das so bezeichnen. Wo spielst du gerade? Jetzt gerade bin ich bei Schalke angestellt, Schalke 04. Genau davor, also letztes Jahr bei Sportfreunde Lotte und davor dann sehr lange ausgebildet worden beim Club, beim 1. FC Nürnberg. Unser Club. Genau, das waren 13 Jahre lang, habe ich dort gespielt, von ganz unten bis ganz oben, einmal durch. Genau, bevor ich dann eben, wie gesagt, nach Lotte bin und jetzt bei Schalke gelandet bin. Ja, Da ist bei ja auch Schalke, ne? ja, Ja, die klar. Fanfreundschaft besteht ja auch, ne, zwischen dem Club und Schalke. Also Die kenne ich gut. ganz passend, ja, weißt du ja. Wann, du hast gesagt, du bist 13 Jahre beim Club gewesen. Also das ist wirklich jede Jugendmannschaft dann, oder? Also von F-Jugend dann oder was? Das war, ich glaube, F-Jugend, das war knapp von der F-Jugend raus, müsste dann, was war das, E-Jugend, glaube ich, da gibt es dann so E3 und sowas, glaube ich, war das Ja. in dem Jugendbereich. Aber jetzt ganz schwer, das irgendwie nochmal aufzuzählen, muss ich ehrlich sagen. Junge Jugend damals, weißt du, da F-Jugend, so. Ja, das waren jegliche Jugend, ich glaube, F-Jugend war es nicht, da war ich in Etzelskirchen, ja, guter Zungenbrecher. Etzelskirchen, aber. Genau, das weißt du ja auch gut. Und dann eben zum Club gekommen, da war das war, wann war das? Das wüsste ich gar nicht, ich glaube 2005, könnte 2005 gewesen sein. Irgendwie so in dem Jahr und dann eben einmal komplett jede Jugend durch, bis ich dann oben auf dem Mannschaftsholo war, bei der ersten Mannschaft. Echt Dann aber nice. dort, ja, dann aber dort auch nach einem. War ja eine Saison, das war dann die Saison, als sie aufgestiegen sind, wieder in die erste Liga jetzt vor 1,5 Jahren, glaube ich. Genau, da bin ich dann nach dem Aufstieg direkt wieder gegangen, gehen, wenn es am schönsten ist, könnte man Ja, fast sagen. ganz genau. Nee, da war ja auch so, um den Durchbruch zu schaffen, sage ich mal, war die Konkurrenz auch einfach sehr, 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 sehr groß. Bin dann in die dritte Liga gegangen, zu den Sportfreunden aus Lotte. Hatte da jetzt auch ein sehr, sehr schönes Jahr. Abgesehen davon, dass wir am Ende unglücklich abgestiegen sind. Das war leider nicht so schön, aber sportlich vieles dazugelernt. In dem, kann man dann schon sagen, im Profibereich auch nochmal viel Spielpraxis gesammelt. Und bin jetzt nochmal nach Schalke gegangen. Hier spiele ich ausschließlich in der zweiten Mannschaft von Schalke. Habe aber jetzt auch schon oft oben mittrainieren dürfen oder Testspiele bei den Profis mitmachen dürfen, was natürlich auch nochmal ein super Niveau ist. Einfach ein tolle Erlebnis auch. Macht auch total viel Spaß und bin jetzt auch aktuell, wie sagt man, wie soll man das bezeichnen? Jetzt in Corona-Zeiten weiß man ja nie, was passiert oder ob sich jemand verletzt und die ganzen Jugendlichen dürfen ja nicht trainieren oder für die haben noch kein freies Licht bekommen, kein grünes Licht bekommen. Dürfen noch nicht trainieren und bin ich jetzt einer von, ja, von vier aus der Jugend quasi, die so den Kader oben auffüllen im Falle dessen, dass sich jemand verletzt oder So erweitert was der wir nicht Kader ein hoffen. bisschen. Ja, genau. Und da jetzt die Wochen mittrainieren darf, komplett und das macht auch sehr viel Spaß. Das Und glaube ich ja. sofort mit den Ja. Profis. Ja, das ist Erste super. Mannschaft. Das ist
Qualität, Organisation, alles top. Das glaube ich, alles drum und rum, ja. Das ist Ja, immer ein das Gap. stimmt. Ich war ja auch, also ich bin auf jeden Fall kein Profispieler und ich hatte auch nie die Veranlagung dazu. Aber ich war die letzten Also Jahre. So schlecht war das auch nicht, was ich da damals gesehen habe. Hey. Ja, für einen Bolzplatz hat es gereicht, für einen Bolzplatz mit dir und deinem Bruder hat es gereicht. Ah, das war schon ordentlich. Ja, war okay. Ich war eher so der Abräumer, würde ich mal sagen, in dem Alter. Deshalb hast du wahrscheinlich auch nicht so oft mit mir zusammengespielt, weil da immer die Gefahr war, dass ich deine Karriere beende, aus Versehen. Ach, Quatsch, Quatsch. Nee, aber ich war die letzten Jahre ja zu Hause immer Jugendtrainer. Und was du auf diesen ganzen Trainerausbildungen und Fortbildungen alles mitbekommst, ist immer so ein Leitspruch. Der heißt immer, je früher einer oder ein Spieler zu einem großen Profiverein geht in den Jugendmannschaften, also je jünger er ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er es nicht in den Profikader oder in die zweite Mannschaft oder sowas schafft. Weil man sagt irgendwie, dass zwischen den einzelnen Jugenden eben so oft aussortiert wird und so knallhart, dass je früher du einsteigst, desto weniger Chancen hast du eigentlich. Also wenn du in der F einsteigst, ist die Chance, dass du am Ende in der zweiten Mannschaft oder so rauskommst, geringer als wenn du in der B oder in der A kommst. Kannst du das irgendwie bestätigen oder hast du quasi, spielst du immer noch mit deinen F-Jugendkameraden zusammen, die damals beim Club waren? Ja, ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Man hat halt, wenn man früher hinkommt, öfter dieses Verfahren, das aussortiert wird. Aber es gibt ja auch den Leitspruch, dass sich Qualität immer durchsetzt. Von daher, absolut, absolut. Dahingehend stimmt das nicht. Also ich habe auch einige Mitspieler gehabt. Gut, Cedric Teuchert, auch bei Schalke Profi, jetzt Hannover gerade ausgeliehen. Der kam ein paar Jahre später als ich, 3, 4 Jahre später. Hat er dann aber auch, wenn du überlegst, 10 oder 9 Jahre beim Verein gespielt. Also ja. drei, vier Jahre klingt viel, viel später, aber hat er doch viele Jahre noch in der Jugend vor sich. Dann noch Kammerbauer-Brüder, Patrick Kammerbauer, David Kammerbauer, auch sehr weit gekommen. Jetzt Patrick hat bei Nürnberg ein bisschen mehr Erfolg noch, war auch dann Profi, ist jetzt aktuell bei Braunschweig. Also die haben es auch alles durchlaufen. Ja. Von daher kann ich das jetzt so genau nicht bestätigen, aber klar sind viele, die ich am Anfang in der Jugend noch als meine Mitspieler hatte, sind dann irgendwann raus und dann kamen neue und irgendwann, ich glaube nach 3, 4 Jahren war es fast eine ganz neue Mannschaft. Also es sind immer nicht dieselben Gesichter jedes Jahr. Ist der Konkurrenzkampf, also ist es so, wie man sich's vorstellt? Also was man sich vorstellt, ist ja immer so dieses, jeder will erstmal grundsätzlich Fußballer werden als kleiner Junge. Und ist der Konkurrenzkampf wirklich so, so hart im Profifußball? Also ich kann es mir gut vorstellen. Ich glaube, er ist dahingehend sehr groß, weil, wie du sagst, sehr, sehr viele Menschen, Jungs, Frauen, wie auch immer, Fußballer werden wollen. Weil es halt so ein hohes Ansehen hat, der Sport. Deswegen ist halt die Konkurrenz sehr groß. Aber es ist jetzt im Verein, in der Mannschaft, es wird ja auch der Teamgeist immer gepredigt, ist das eigentlich nicht so zu erkennen, dass man gegeneinander spielt. Da ist man immer füreinander und im Endeffekt kannst du den Weg eigentlich immer nur gemeinsam gehen. Das ist wirklich so. Also vielleicht hatte ich das in der Jugendzeit auch noch nie so wirklich im Kopf gehabt, aber je älter ich wurde, desto mehr habe ich das gemerkt. Also, dass es dich auch mehr weiterbringt, wenn du mit den Jungs arbeitest, kommunizierst. Der bringt dir auch wieder was bei. Du bringst ihm, du gibst ihm Tipps, er gibt dir Tipps. Und das merkst du halt, wenn du bei mir warst, dann wirklich mit dem Alter so, dass ich das auch ein bisschen begriffen habe, dass ich nicht nur für mich spiele und für mich alleine besser sein muss als mein Gegenüber oder als die anderen Spieler oder der auf meiner Position spielt. Ja. Das heißt auf jeden Fall, du hast dich in der Zeit eher so zum richtigen Teamspieler, auch Leader irgendwie entwickelt, weil das sind ja schon, was du jetzt erzählt hast, so andere von anderen lernen und der andere von mir lernen, gegenseitig hochpushen, sind ja schon eher Leader- und Teamqualitäten.
Ja, ich glaube auch einfach die Persönlichkeit hat sich ein bisschen weiterentwickelt im Alter, dass man das dann ja ein bisschen mehr darauf geachtet hat. So ansonsten mit ich weiß nicht, ob ich mit 14 oder 15 auch so ein Teamplayer war, beziehungsweise hab mir halt schon, hast du dir schon manchmal gedacht, boah, heute mache ich wieder 3 Buden oder so, ne? Hast du schon mehr an dich gedacht, hast dich selbst in Vordergrund gestellt. Was dann aber irgendwann hast du das, begreifst du das schon, dass du eigentlich nur zusammen gewinnen kannst. Und auch, wie gesagt, die Entwicklung, die ja eigentlich im Vordergrund steht, zusammen viel, viel stärker und schneller vorangeht. Ja. Ja, ich kann mir vorstellen, dass vor allem also was selbst ich auf jetzt nicht Profifußballbereich als Trainer festgestellt habe, ist Eltern, weil wir haben dann doch einigermaßen hochgespielt in der Jugend schon, dass es halt schon Eltern gibt, je niedriger du gehst in die Jugendbereiche, also sagen wir so D-Jugend, C-Jugend, da ist schon viele Eltern ihre Kids so, ne, der muss spielen, ne? Der muss spielen hier, der ist doch viel besser als der andere auf seiner Position, so dieses. Und ich glaube oft, dass es kommt nicht von den Kids. Ich glaube, die Kids sind meistens so wie du, die wollen halt Spaß haben, die wollen mit dem Team gewinnen, die wollen nicht 20 Tore machen. Aber dass es oft von den Eltern ein bisschen gepusht wird, dieses, nee, der muss jetzt da spielen, so, der ist doch viel besser und stell den mal auf jetzt. Ich glaube, dass man diesen Einfluss in jungen Jahren hat von den Eltern. Und auch später muss man sich auch oder sollte man sich auch oft nochmal vor Augen führen, wieso man eigentlich Fußball spielt. Diese wirkliche Absicht, jetzt wie du sagst, in der Jugend, da konnte ich auch lachen, weil es gab immer diese Eltern, die ich zum Glück nie hatte. Du kennst ja auch meine Eltern, die mich immer unterstützt haben, aber die hätten auch, wenn ich einfach nach Hause gekommen wäre, hätte gesagt, obwohl ich da bin, wo ich damals war, ich habe keine Lust mehr, dann hätten sie das auch hingenommen. Ja, okay, das ist kein Problem. Dann machst du eben was anderes, ne? Und dann gibt es halt auch Eltern, die Kinder gefühlt dazu drängen, zum Training zu gehen, dass sie sich da durchbeißen müssen, weil sie das, weiß ich nicht, ob es vielleicht ein gescheiterter Papa war, der dann seinen Sohn dazu zwingt, weil er es nie geschafft hat. Es kann vieles sein, aber in der Regel schaffen es die Kinder leider nicht, weil sie eben das, obwohl sie es vielleicht sogar wollen würden, einfach immer dazu gedrängt werden, das zu tun. Das ist halt sehr, sehr schade, aber hatte ich auch oft das Gefühl, dass es bei manchen so war. Ja, ist halt leider schade. Sodass die Eltern die Erfolge, die man selber nicht hatte, beim Sohn dann irgendwie sehen möchte und sie dadurch erlebt, Ja, ja, das so macht kann man sich Sinn. das erklären, ne? Also, das wäre, denke ich, eine Erklärung von vielen. Ja, ich kenne ja deine Eltern. Ich hätte sie auch so eingeschätzt, dass sie ziemlich unterstützen, dass sie. Ich habe sie auch immer mitbekommen, wenn sie immer, die waren ja auch, glaube ich, bei fast jedem Spiel immer mit dabei und die Training und sowas mitgefahren und alles und da, wo du wohnst oder da, wo dein Elternhaus ist, das ist jetzt auch nicht gerade um die Ecke zum Nürnberger Fußballplatz. Da muss ich schon auch irgendwie 50 Kilometer oder was fahren, glaube ich, bis zum Pfalzer Ja, Weiher. 60 Kilometer ungefähr. 60, ja. Und ich meine, das musst du halt auch erstmal machen, ne? Nach der Arbeit, alle zwei. Ja. Also ich glaube, wie wichtig ist es für dich gewesen, dass deine Eltern dich da so gut unterstützt haben? Also hat es dich viel vorangebracht oder viel einfacher gemacht? Ich kann natürlich, also jetzt kann ich sagen, wie wichtig es war, weil wenn diese Unterstützung nicht gewesen wäre, dann wäre es nie dazu gekommen. Also das wäre kaum machbar gewesen für mich sonst. Weil du weißt, die Zug-Bus-Verbindungen von uns aus, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich da unterwegs gewesen wäre. Die gibt es, glaube ich, gar Lang, nicht, die lang, Verbindung. wenn es es überhaupt gibt, ja. Kannst du vielleicht noch über ein paar Seen fahren mit dem Boot oder so und dann, was weiß ich. Ja, das ist Dorfkind-Momente. eigentlich unmöglich. Ja, deswegen wäre das, wie gesagt, nie so gekommen, wie es jetzt ist. Und ja, die Unterstützung war ohne jegliches Meckern, schlechte Laune, immer gut gelaunt, mich zum Training gefahren.
gewartet. Bei den Spielen, ja, wie du auch sagst, ich glaube, die haben es zwar einfach immer so als Wochenendausflug genommen. Also, ja, guck, dann fahren wir halt mal nach Augsburg. Schauen wir da mal zwischendurch, ich schau mal ein bisschen zu auch und dann gehen wir danach mal in die Stadt. Weil wir sind ja selbst auch mal mit dem Bus, mit dem Verein selbst gefahren. Also hätten sie es gar nicht machen müssen. Mhm. Haben mich aber wahrscheinlich auch einfach gerne spielen sehen. Denke ich, würde jeder. Ja. Ich habe euch ja auch gerne zugeschaut. Ja. Also, ich denke, jeder schaut der Fußball gerne an, deswegen. Meine Eltern mögen es auch sehr gern. Stimmt. Sind die da auch überall mit hingefahren, aber waren jetzt nicht der Elternteil, der reingeschrien hat oder wenn ich mal nicht gespielt haben sollte, was jetzt auch leider nicht, muss ich jetzt auch dazu sagen, kam nicht so vor. ja, da hatte ich aber auch relativ oft Glück mit den Trainern, also die mochten mich, das kommt ja auch dazu. Ja, ob ein Trainer dich mag oder nicht, ist ja nicht immer nur leistungstechnisch. Ja. Okay, es gab viele gute Jungs, die auch mal aussortiert wurden, die ich zum Beispiel super fand, die da nicht gespielt haben. Deswegen das noch dazu. Und ja, die sind dann immer eben mitgefahren und haben sich die Städte angeschaut. Ja. Aber alles ganz locker. Also auch nie Druck auf mich irgendwie gemacht oder sich eingemischt bei den Aufstellungen. Das versuchen auch manche Eltern. Das ist immer ganz witzig. Als Trainer kann ich sagen, besten Eltern, die man sich wünschen kann. Ja. Die schon interessiert sind, die mitfahren, die auch mal einen Fahrdienst übernehmen oder irgendwas, die wissen wollen, so warum spielt er nicht, aber die nicht sagen, er soll aber spielen, ist wirklich Shoutout an diese Eltern. Ja. Wolltest du immer Fußballer werden? War das so ein Kindheitstraum für dich? Ich hatte das auch vor kurzem, weil ich auch so gerne in die psychologische Schiene gehe. Ich glaube, das bringt einem Fußballer beispielsweise, der Transfer zum Fußballer, noch sehr viel. Habe ich mir auch vor ein paar Tagen mal gefragt, was war denn mit 5 mein Traum? Ja. Und es war tatsächlich so, habe ich darüber nachgedacht, schon immer, ich weiß nicht, ob es bewusst der Traum war, Fußballer zu werden, aber es gab immer nur Fußball in meinem Leben. Also ich habe immer Fußball gespielt, ob auf Tore, auf sei es gegen die Mauer, mit dem Opa im Garten, bei den Freunden im Garten, die Blumen, die Vasen zerschossen. Immer war der Ball dabei. Also teilweise auch mit dem Ball im Bett geschlafen. Es war eigentlich immer da und immer so dieser Traum, der dann natürlich mit dem Alter, auch mit dem Fußball selbst, dann immer deutlicher wurde, dass man es auch machen möchte. Ja, gab es, wie formuliere ich das richtig, gab es irgendwann bei dir so den Moment im Kopf, wo du gedacht hast, so, okay, krass, ich könnte damit wirklich meinen Lebensunterhalt verdienen, wenn ich jetzt irgendwie, wenn jetzt noch folgende Dinge passieren oder ich mich nicht verletze oder irgendwie sowas, so, krass, dann bin ich wirklich Profifußballer, so. Gab es den Moment irgendwann? Ich glaube, so bewusst den Gedanken gab es relativ spät bei mir, sogar nach Verletzungen. Ich hatte ja mit 14, 15, 16 so mein erstes, also das erste Mal, da kam der vielleicht nicht so genau dieser Satz raus, so jetzt könnte ich vielleicht echt später mal Profi werden, so wie es aktuell läuft. Aber es hatte sich so abgezeichnet, dass ich auf einem sehr, sehr guten Weg bin, damit Jugendnationalmannschaft da auch sehr, sehr hoch angesehen gewesen, also viele Vereine angerufen, die mich dann in dem jungen Alter schon abwerben wollten. Da war das dann schon, das waren Vereine, die hast du dir 2 Jahre vorher in der Champions League angeschaut. Und das war sehr, sehr surreal alles. Also wirklich. wobei ich da auch nicht der Einzige war. Also es war dann eben in der Zeit, in der ich in der Nationalmannschaft gespielt habe, in der Jugendnationalmannschaft. Und dann warst du da gesessen und meine Mutter nimmt Anrufe entgegen aus der ganzen Welt. Weißt du, 2 Jahre vorher warst du noch am Bolzplatz und hast die Bälle irgendwo durch die Gegend geschossen. Ja.
Das war, und du weißt ja, wie bei uns der Bolzplatz aussieht, ne? Das hatte nichts mit Stadion Kenne oder ihn irgendwas gut. zu tun. Ja, also Bolzplatz oder auch Spielplatz. komplett andere Welten sind das. Ja, da war vielleicht so das erste Mal dieser Gedanke irgendwo da. Bevor ich mich dann aber in der U17, also ein, zwei Jahre danach, da war ich da mal fast ein Jahr, also 11 Monate komplett raus, wegen einer Geschichte, die nicht so leicht herauszufinden war, was mich da gehemmt hat. Im Endeffekt war es nie was Schlimmes, sondern eine Blockade, die durch Bakterien verursacht war. Also schwer zu erkennen, im Endeffekt gar nicht schlimm, das macht es umso lästiger. Ja, und danach, nach einem Jahr, nachdem du raus bist, war es dann erstmal nicht so leicht, wieder reinzukommen. Auch, dass du quasi gar nicht mehr auf der Plattform bist. Also davor, wie gesagt, Nationalmannschaft gespielt, alles drum und dran. Und dann hast du erstmal ein Jahr Aufbau, überhaupt im Verein klarzukommen, so ungefähr. Ja, und siehst auch deine Kollegen, die den Weg weiter so gehen, die mit dir auch in der Nationalmannschaft fahren, die gehen den Weg weiter, etc. Und du selber hast halt dann erstmal daran zu kämpfen, dass du keinen Anruf bekommst, dass du nicht eingeladen wirst, dass du Dinge auf einmal erstmal teilweise so wieder erlernen musst, Fitness wieder bekommen, zurückholen musst, die du verloren hast, die früher einfach, das war alles selbstverständlich. Ja. Ja, das war so das erste Mal, wo vielleicht sogar Zweifel aufkamen, an dem Traum. Ja, und dann mit den Jahren auch an meiner Persönlichkeit noch ein bisschen gearbeitet und immer teilweise auch mehr gemacht als eventuell andere. Das möchte ich denen nicht unterstellen, dass sie weniger gemacht haben, aber für mich sehr, sehr viel getan. Ja, auch auf der geistigen Ebene auch viel, viel weiterentwickelt, auch wieder diese Konstanz. Da waren Zeiten eben, habe ich wieder meine alte Form gehabt, am Wochenende drauf war ich dann wieder nicht zufriedenstellend und da ich auch sehr selbstkritisch und reflektierend bin, ja, musste ich da auch mitkämpfen. Und dann ging das aber dann doch wieder in die richtigen Bahnen und dann, weil ich sagte, relativ spät, dieser bewusste Gedanke kam dann, ich glaube, es war mit 20, was ja dann eventuell heutzutage fast schon spät ist, wenn man sieht, dass die manche Spieler mit 16 ihr erstes Debüt haben, was ich nicht wirklich, weiß ich immer nie, ob ich es gut oder schlecht finde. Manche sind soweit, für manche ist es zu früh. Ja, ich finde es gut, dass ich mir am Ende nochmal alles so ein bisschen erkämpfen musste, weil ich dann das doch nicht alles so auf mein Talent basierend war, sondern auch noch viel erarbeitet und kann jetzt eben mit Rückschlägen, kann ich halt jetzt viel, viel besser umgehen, weil das damals in jungen Jahren schon nicht so leicht war für mich. Könnte ich halt jetzt mit einer Verletzung oder anderen Dingen viel, viel leichter umgehen und arbeite eben auch viel, auch prophylaktischer, sei es Ausdehnen oder Meditation ist heute auch sehr angesehen oder Yoga im Sport wird auch sehr stark schon integriert. Das macht man halt gerne, wenn man sich da Klinsmann zurück hat auch erinnert. Buddha-Statuen 2006 schon eingeführt. Ja, da hat er da halt schon was gesehen, ne? Was meinst Ja, du mit, Trend was entdeckt. meinst du mit, wenn du sagst, du kannst jetzt besser damit umgehen mit Rückschlägen als früher? Also wie wärst du jetzt als 14-Jähriger mit so einem Rückschlag oder wie bist du als 14-Jähriger mit so einem Rückschlag umgegangen und wie gehst du jetzt damit um? Ja, jetzt wüsste ich, dass nach so einer Pause ist es eigentlich logisch, dass du Fitness verlierst, dass du, wenn du den Ball jetzt erstmal wieder an den Fuß bekommst, dass der nicht kleben bleibt wie vorher. Dass es auch wieder ein Lernprozess ist. Man versteht jetzt, wie das Lernen ist. Und damals war das eigentlich für mich selbstverständlich, dass der Ball, wie gesagt, am Fuß klebt, ich den einfach perfekt mitnehme. Ja, und jetzt auch das im Lernprozess, dass man da auch mal stagniert und dass es völlig normal ist, dass man sich nicht jeden Tag konstant verbessert. Das weiß man halt jetzt, nur als Beispiel. Das hätte ich früher nicht gewusst und jetzt wüsste ich das und auch jetzt, ich war vor kurzem, hatte ich nur einen leichten muskulären Rückschlag, nichts Schlimmes und ja, bin jetzt wie lange sind wir jetzt? 2, 3 Wochen bin ich jetzt hier im Training wieder dabei und bin jetzt
auch relativ schnell wusste ich auch am Anfang, muss ich mich mehr konzentrieren bei den Passübungen etc., weil es einfach wieder was ganz anderes ist, weil ich so lange, also ein bisschen länger raus war. Und so, das sind so Kleinigkeiten, da wäre ich damals mit mir selbst erstmal innerlich schon wieder ins Gericht gegangen, was ist los heute, was machst du, das kann doch nicht sein. Aber das ist dann viel im Kopf, also es gibt ja viele Sportler, die auch Fußball, fast alles im Kopf. Ja, das heißt, du wärst eher früher so in dieses, so ein bisschen frustriert gewesen, so, ja, hey, was ist denn jetzt los? So, warum funktioniert das nicht so wie vor meiner Verletzung? Was ist da los? Ja, und genau. ich meine, sowas kann natürlich dann auch irgendwie in so eine Negativspirale dann führen. Na, dann willst du vielleicht, bist frustriert, dann willst du overpacen, verletzt genau, dich kommt die nochmal. Verbissenheit, genau, ja. Ja, dann geht's abwärts. Ja, Verbissenheit, ja. Übertraining, kommt vieles dazu. Ja, wichtig, also auf jeden Fall ein ultra wichtiger Lernprozess, sowas, wie man mit Rückschlägen umgeht. Ja, genau. Weil vor allem im Fußball kannst du es halt auch, wie im echten Leben, bei wer auch immer Rückschläge hat, kannst du es halt auch nicht beeinflussen. So, du kannst jetzt in den Zweikampf gehen, den du schon 100 Mal geführt hast, genau, ja. Und auf einmal verletzt er dich. Ja, und da ist halt dann auch immer klar, ich habe mein Abitur nebenbei gemacht. Also das Studium steht mir jederzeit offen, kann ich auch parallel führen. Also dahingehend macht man sich auch nie Sorgen, aber auch in meinem Alter, jetzt wie gesagt 23, da kommen, glaube ich, auch bei vielen so, da hat man so diese Sorgen, man macht sich Gedanken, wo möchte man hin? Nicht jeder weiß, was er machen möchte. Na, wird man damit glücklich? Die andere Frage. Ich habe was ich einfach verfolge, weil es mir Spaß macht, weil es mich glücklich macht. Aber ich glaube, viele haben auch gar nicht den Mut, so, weil manche Wege mit Risiko behaftet sind, auch meiner, mein Weg auch. Aber ich denke, wenn Sachen einen Spaß machen und man darin aufgeht, dann sollte man das immer verfolgen, weil dann ist man in der Regel auch gut darin. Und wenn man gut in etwas ist, dann zahlt es sich auch aus. Von daher sollte man sich zum Beispiel über den finanziellen Aspekt, den sollte man nicht in den Vordergrund stellen. Ja. Große Worte, Jonas. Ja, so gut, sehe gut ich das, gesagt. Denk. Ja. Hast du ein Ziel oder noch einen Wunsch, den du mit, also jetzt nur mal auf deine Fußballkarriere bezogen, den du noch erreichen willst, wo du sagst, keine Ahnung, das will ich unbedingt oder darauf arbeite ich hin, das wäre saugeil. Ja, ich glaube, Ziele, allgemein Zielsetzung ist wichtig, sehr wichtig. Nicht nur im Fußball, für jeden. Natürlich habe ich Ziele, 2 Wochen möchte ich Bundesliga-Debüt haben, in 2 Wochen. Sehr gut, gegen? Nö, gegen? Ja, am besten natürlich jetzt am Wochenende gegen im Derby, ne? Revier-Derby gegen BVB. Ah, das wäre natürlich am besten, aber nee, das war natürlich nur ein kleiner Witz. Aber das steht auf der Zielsetzung, natürlich möchte ich mal Bundesliga spielen. Ob ich es letztlich erreichen werde oder nicht, das können wir dann in ein paar Jahren nochmal besprechen. Aber ja, das ist so ein größeres Ziel, natürlich Bundesliga spielen, Debüt machen, auch Fuß fassen. Also ich finde, Ziele man sollte mehrere Ziele haben, kurze, lange Sicht, ja, in verschiedenen Steps. Und nach oben hin, glaube ich, keine Grenzen. Ja, macht Ich meine, Sinn auf jeden die Champions League-Hymne, die möchte ich auch mitnehmen, natürlich. Und die Deutschland-Hymne beim WM-Finale. Da sage ich auch nicht nein zu. Da kann ich auch natürlich zu sagen, die habe ich ja mit 15 das erste Mal gehört. Da waren wir gespielt gegen einen nicht so großen Gegner, habe ich mein erstes Tor geschossen, gegen Zypern. Gegen, was habe ich denn alles gespielt? Niederlande, Italien, Belgien. Also es war bei jedem Spiel das erste, ich weiß gar nicht, welches Spiel das erste Mal war, als dann diese Nationalhymne kam. Ja, da hatte ich wirklich Gänsehaut. Das war, auch wenn es nicht diese Aufmachung war, ne, in dem Riesenstadion, da waren es, glaube ich, 3.000 Zuschauer. War, glaube ich, sogar in Zypern, also in Berlin.
3000 Zuschauer, sagen, kann man jetzt sagen, relativ wenig. Ne? Also, aber war damals war phänomenal. Das werde ich auch nicht so leicht vergessen. Vor allem das Spiel mit dem Tor dann noch, als ich mein Tor erzielt habe, mein erstes für Deutschland, kann man ja so sagen. Schon ganz ungewohnt sozusagen. Krass. Also Ja, war ich echt glaube, du cool. lebst, ja, du lebst, wenn du das so erzählst, ich glaube, du sprichst gerade vielen, vielen Jungs so aus ihrem Traumkopf, so aus ihren Ja. Träumen. So, weil ich glaube, davon träumen wirklich, wirklich viele Jungs, auch klar, auch Mädels, so ein Nationaltrikot, Hymne hören, mitsingen und am Ende noch eine Kiste machen für Deutschland. Ja, es ist schon, also so, wenn man so sagt, klingt schon Ja. nicht schlecht. Nee, Klingt das schon ganz war, gut, ne? ja, war auf jeden Fall eine sehr tolle Zeit. Wobei auch einfach für den Verein, wenn du mit Nürnberg ein Derby spielst in der Jugendbundesliga gegen Bayern, gegen Fürth, das sind Sachen, die möchte man nicht, die kannst du nicht weit, viel weiter unten einordnen, aber für den DFB Jugendnationalmannschaft zu spielen, war doch schon für mich auch immer ein Erlebnis. Ja. Ja, ist halt auch seltener als dann doch die Bundesliga-Begegnung in der Jugendbundesliga, wenn du die dann doch fast jedes Wochenende hast. Von daher auch kommt das auch noch dazu, dass es ein bisschen einmaliger ist. Ja, war schon da auch eine schöne Zeit und dann ist ein bisschen, ja, auch in dem Alter, wenn ich jetzt zurückblicke, da hast du teilweise in der Hallensaison Turniere gehabt, da hast du wirklich in dem Alter schon gegen Barcelona, Real Madrid gespielt, die dann dort auch vertreten waren auf den Turnieren. Alle Bundesligamannschaften und das hast du teilweise jedes Wochenende gehabt. Also Leck. Wochenende auf Mega, Wochenende. mega. Schon ordentlich. Ja, Ja, glaube ich schon. dir. Glaube ich dir. Wow. Hast du, wenn du jetzt irgendwie einem jungen Nachwuchstalent irgendwie einen Tipp geben könntest, was würdest du ihm raten? Also wenn das talentenmäßig auf jeden Fall drauf hätte oder fußballtechnisch? Ja, zudem ein bisschen witzig jetzt zu dem Thema gerade, dass das, was ich gerade gesagt habe, gar nicht wichtig ist, ob man das in der Jugend hat oder nicht. Also ob du Okay. Nationalmannschaft eingeladen wirst oder nicht, ob du vielleicht, sei das heißt es mal auch, nicht mal der Spieler bist, der gerade so gehypt wird, sage ich mal, das ist auch alles gar nicht wichtig, weil oft setzt sich derjenige durch, der immer ein bisschen mehr arbeiten muss dafür. Auf lange Sicht setzen sich die meistens mehr, also meistens durch, weil die immer ein bisschen mehr machen müssen. Die sind nicht einfach nur gerade im Moment präsent und jeder kennt den Namen. Und am Ende ist für die Spieler nämlich ist alles selbstverständlich. Die Arbeit, die, klar, bei denen läuft es auch gut, aber irgendwann kommt der Punkt, da haben sie nicht mehr genug gemacht. Und dann denken sie, es geht halt einfach so weiter. So habe ich das Empfinden, so habe ich bei vielen so gesehen. Deswegen würde ich einfach, auch wenn es gut läuft, bei vielen in dem Alter schon, das nicht auf die leichte Schulter nehmen und denken, ja, es wird immer so weitergehen. Weil es kann immer eine Verletzung auch kommen, mit der man dann auch richtig umzugehen hat. Also das Harte sollte man einfach Arbeit zahlt immer, sich aus. immer, immer weiterarbeiten, genau. Das ist halt so ein Satz, so ein ganz typischer, aber der stimmt halt wirklich. Und nie zwanghaft irgendwas wollen. Eigentlich so wie am Bolzplatz. Jeden Tag rausgehen ins Training, Spaß haben, was lernen wollen, mitnehmen, zuhören, wie so ein Schwamm, alles aufsaugen. Aber immer ein bisschen dran denken, wieso man auch zum Fußball geht. Manchmal, wenn du, das heißt aus 30 Metern, einfach schießen willst, dann schieß auch, dann denk nicht dran, okay, wenn der Trainer, der sieht das eigentlich nicht gerne oder klar, man kann sich da ein bisschen dran anpassen, aber man sollte auch frei bleiben. Ja? Man sollte, wenn man die Idee hat, dann macht man es auch. Die Intuition, wie du sagen willst, ja. Ja, cool. Das ist also ja, guter Tipp für alle Nachwuchsjungs. Ich werde auf jeden Fall meinen Jungs aus der Heimat, die ich trainiert habe, den Podcast hier die Folge ans Herzen legen. Aber Und den Teil mit dem nicht so auf den Trainer hören, den schneide ich raus, Jonas.
Ich habe ja auch gesagt, teilweise ist es schon wichtig. Ja. Ja, absolut. Machst du Zu dem dir. Thema auch Machst, die richtige Entscheidung treffen, ne? Manchmal ist es eben ja, richtig, genau. manchmal nicht. Ich meine, wenn er am Ende reingeht, ne, der 30 Meter Hammer, Eben. dann sagt kein Trainer was, ne? Eben. Traue ich Ja. deinen Jungs auch zu. Ja. Denkst du jetzt schon teilweise, weil man muss ja trotzdem dazu sagen, das Fußballerkarriere oder das Fußballerleben ist ja schon eins, das auf jeden Fall limitiert ist aufs Alter her gesehen. Also du wirst mit, keine Ahnung, über 40 nicht mehr für irgendeine Profimannschaft wahrscheinlich auflaufen im Normalfall, sag ich mal. Es gibt schon immer Ausnahmen, aber im Normalfall nicht so. Denkst du jetzt schon an die Zeit, was du vielleicht danach machst, nach deiner Karriere? Nicht so bewusst, also ich glaube, es ist wichtiger, immer, sage ich mal, im Hier und Jetzt zu leben, also eher die Zeit jetzt zu beeinflussen, beim Training da zu sein, auch mit dem Kopf, also alles sehr bewusst zu machen, was jetzt gerade anfällt, auch den Podcast gerade sehr bewusst zu führen. Sehr Ich bewusst. glaube, eher daran und dann auch klar an der Zielsetzung. Kann natürlich auch mal in 10 Jahren sein. Und seien es jetzt bei mir, sind es eigentlich meist 5 Jahre. Ist eher bei mir die Zielsetzung noch alles im Fußball. Aber ja, man hat auch viele, ich habe viele Interessen, Hobbys, andere Themen, die mich sehr interessieren. Sei es auch Trainer, wie du. Ja, da. Brauchen wir. Da wird sich, das wird eine schwere Entscheidung, erstmal schwer dahin zu entscheiden, was ich denn machen möchte. Also, ich schaue dem auch gespannt entgegen, also freue mich da auch schon drauf dann, aber jetzt gerade freue ich mich auch noch auf meine Ja, Fußballkarriere. die Zeit so lange genießen, wie sie da ist, die Genau, aktuelle. genau, genau. Ja, den Traum einfach ein Leben, solange es geht. Ja, hoffentlich bis 40, wie du sagst. Oder Nie länger, weiß hey. was. Gibt immer Weiß man Ausnahmen. natürlich. Ja, gut. 40 ist schon heutzutage hart. Ein Profifußball schon. Also, Ja. ich meine, ich hab's nicht mal bis 21 geschafft. Ja, gut, da bin ich dir voraus, ne? Da bist du schon 2 Jahre drüber über meiner Grenze. Ja. Ich entnehme dem Ganzen, was du erzählst, Jonas, dass du richtig happy bist mit deiner Entscheidung, Fußballprofi zu werden und dass es genau dein Ding war, oder? Ja, also im Nachhinein, ich hatte auch nie, klar, ab und zu auch mit der Verletzungszeit mal Sorgen, Bedenken, aber ich bin nie vom Weg abgekommen oder habe doch immer dran geglaubt und auch nach der Verletzungszeit, als ich dann wieder ins Training eingestiegen bin nach einem ganzen Jahr, kann ich mich noch daran erinnern, hat ein Trainer zu mir gesagt, versuchst du es nochmal. Und ich dachte, ich bin jetzt im falschen Film oder was? Ja, das war für mich, was willst denn du jetzt von mir? Ne? Ja, ich habe mich fast persönlich angegriffen mit 18 Jahren. Also, es war, Soll das ja, heißen das, hier? ja, der hat Versuch's das es noch mal. vielleicht gar nicht böse gemeint, ich weiß nicht, aber ich war enttäuscht, ich war komplett sprachlos, ich wusste auch gar nicht, was ich sagen soll. Ja, und dann dachte ich mir, jetzt erst recht, ne? Und Ja. dann ging Jetzt es zeige weiter. ich Ihnen. Ja, also, Mega. ja, ich glaube, wie gesagt, ich habe mich dazu entschieden, einfach das zu machen, was mir Spaß macht. Ich bin glücklich damit, sehr glücklich. Ich würde es auch machen, wenn ich einen 450er bekomme. Also, Ja. es macht einfach Spaß, ich bin glücklich und wie gesagt, finanziell, das steht eigentlich oder sollte nicht im Vordergrund stehen. Ob du aktuell viel damit verdienst, wenig verdienst, das ja, ist, Spaß haben glaube ich, und vor glücklich allem sein. genau, vor allem oder in Corona-Zeiten aktuell merkt man es vielleicht ein bisschen mehr.
dass das Glück oder das, was man macht, vielleicht auch nicht so unwichtig ist. Ja, definitiv. Definitiv. Also ich glaube, das sind richtig gute Schlussworte auch für unsere Folge. Ich habe noch eine Frage. Wenn du jemanden einladen könntest hier in diesem Podcast aus deinem Umfeld, irgendjemanden natürlich, muss zum Podcast-Format passen, kein Star oder irgendwas, aber jemand, der du sagst, dem seine Geschichte würde ich mal gern hören, der hat mich inspiriert vielleicht auch so, wen würdest du nehmen? Oh, jetzt muss ich ja überlegen, ne? Weil du sagst, die Geschichte würde mich interessieren. Ja, Geschichte oder irgendwo, oder sagst du, es war einfach eine interessante Person, interessanter Trainer oder irgendwas oder Mitspieler? Ja, wie gesagt, also es gibt viele inspirierende Fußballer auch, oder bei denen mich die Geschichten, also auch das, was man nicht so über die Spieler eigentlich weiß, deren Denken so wirklich im persönlichen Gespräch noch ein bisschen herausfinden. Da hatte ich auch schon viele Mitspieler, jetzt auch in Nürnberg, speziell erste Mannschaft, den ich aber eben schon die ganze Geschichte weiß, deswegen brauche ich die ja nicht einladen. Ja. Ich würde, glaube ich, Zidane würde ich kurz mal dazu holen wollen. Den Zidane. Okay, aber Jonas, einen, der kein Star ist, der für diesen Podcast auch taugt. Kein Star? Kein Star, einfach irgendjemand aus dem Leben, so wie ich auf dich gekommen bin. Ja, ich würde einfach meinen Bruder mit dazu holen. Dein Bruder, okay. Wirklich, also würde mich auch interessieren. So. Ist ein sehr interessanter Mensch, eine sehr interessante Person. Auch im Vergleich zu mir, wenn man den jetzt nur so neben mich stellen würde. Einfach hier damit dazu holen. Das wäre, glaube ich, ein Kontrast. Aber irgendwo sind wir uns doch ähnlich. Ich glaube auch, wenn wir uns was in den Kopf setzen, dann ziehen wir das auch durch. Definitiv. Er hat ja auch einen sehr interessanten Weg, aber in einer ganz anderen Richtung. Das ist doch irgendwo anders, aber parallel. Also ich halte sehr viel von meinem Bruder auch, wie du merkst. Ich merk's, aber ich halte auch viel von ihm. Yeah. Ja gut, schreibe ich mir mal den Alex auf. Ja, kannst du mal aufschreiben. Ansonsten ist es meistens in Richtung Fußball natürlich. Iniesta hat auch eine schöne Doku rausgebracht aktuell. Sehr, sehr interessant. Da geht es nicht nur ums Sportliche, auch ums Menschliche bei ihm. Ich weiß nicht, was du alles über ihn beispielsweise weißt. Ich weiß nicht so viel über Iniesta. Er hat ja auch trotz seines Erfolgs viele mentale Probleme, Depressionen gehabt, obwohl er gerade das Siegtor im WM-Finale geschossen hat. Krass. Also sehr, sehr interessant, habe ich mir angeschaut, die Doku. Würde ich auch einladen. Okay. Also ich schreibe mal auf Zidane und Iniesta, wenn der Podcast vielleicht irgendwann mal bekannt ist, und derweil nehme ich mit dem Alex vorlieb. genau. Okay, Jonas. Mega cool. Das war's auch schon wieder. Ich würde sagen, du machst noch ein bisschen Werbung für dich, wenn du magst, wo man dich finden kann. Und dann mache ich das Schlusswort. Ja, also Facebook natürlich Jonas Hofmann, aber Facebook habe ich, glaube ich, seit 6 Jahren nicht mehr benutzt. Von daher einfach auf Insta. Jonas Hofmann, Nachname, ohne die Vokale, dann findet man mich schon. Ja, ansonsten den Podcast anhören, das ist viel wichtiger, als mich bei Insta zu suchen. Ja, Podcast, sehr interessant. Den würde ich jedem ans Herz legen. Und hoffe, sehr gut. Hoffe, dass er wirklich inspiriert hat. Ja, wie gesagt, immer dem Glück folgen, mein Tipp. Immer dem Glück folgen. Und wenn ihr das gesehen habt, der hat gerade nochmal schön zugezwinkert euch allen. Ja, dann das war's schon wieder von Inspirierend Anders. Mich findet ihr, oder den Podcast findet ihr auf Insta unter Inspirierend Anders. Empfehlt, bewertet, und an dieser Stelle ein riesen fettes Dankeschön an dich, Jonas.
Und ich wünsche dir alles Gute und vielleicht in 2 Wochen Debüt in der ersten Mannschaft. Würde es dir auf jeden Fall gönnen und wünschen. Ja, klar. Mit Sicherheit. Ne, mal In schauen. diesem. Also. Schauen wir mal, Jonas. Also, in diesem Sinne, wir hören uns. Bis dann. Peace out, Hau rein. Leute. Bis dann.